Mann im Schatten. Eine ÖFA-Filmproduktion im Verleih der Sascha-Film. Gestaltet nach Originalunterlagen und in Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Wien. Sie selbst werden teilhaben an der schwierigen Arbeit der Kriminalpolizei, die dieser Film authentisch aufzeigt. Ermordete Fabrikantin in der Badewanne. Dieser Schlagzeilenbericht über einen bestialischen Mord setzt die Bevölkerung einer Großstadt in Entsetzen. Ah, Sie sind der Herr von der Mordkommission. Du, ich hab solche Angst. Angst? Ist da jemand? Die Polizei bearbeitete in dieser Stadt innerhalb eines Jahres 26 Blutdelikte, davon 17 Morde. Einer von diesen steht in engstem Zusammenhang mit Mann im Schatten. Sie wollten zu uns? Ja, aber machen Sie ruhig erst die Frau fertig. Ja, wirklich? Ja. Ich habe nämlich solche Angst, dass ihr was passiert ist. Meine Tochter ist gestern nicht heimgekommen. Herr Doktor, da ist Blut. Ausgewaschen. Der Täter hat versucht, die Leiche zu zerstückeln. Sagen Sie, wie lange dauert das noch? Schach. Herr Doktor, ein Mord in der Gradnergasse. Was sagen Sie dazu, ein Mord? Das ist ja beinahe wie in Chicago. Was war denn mit dir los? Ausgerechnet heute. Arthur Maria Rabenalt inszenierte diesen außergewöhnlichen realistischen Film mit Ellen Schwiers, Barbara Frey, Helmut Lohner, Fritz Tillmann und vielen anderen namhaften Darstellern. Die Handlung beruht auf Polizeiakten, doch wurden Namen, Daten und Schauplätze verändert, um Unschuldige und Zeugen zu schützen. Mann im Schatten muss auch Sie interessieren. Sie hat öfters größere Beträge zu Hause aufbewahrt in ihrem Safe. Ich möchte nicht, dass du unter diesen Umständen die Wohnung allein betrittst. Es ist immerhin meine Wohnung. Ach, meine Wohnung, mein Geschäft, mein Auto, ich kann das schon nicht mehr hören. Komm, fahr los, es ist frei, na fahr schon! Höchstens 2 Stunden wollte sie wegbleiben, mir ist das unbegreiflich. Was ist denn los? Polizei. Tat sich schon aus, dafür jemanden umzubringen. Davon kann man lang leben. Doch gut. Schieben Sie mir doch nicht den Mord in die Schuhe. Wer ist? Tut mir leid, das ist nicht Dr. Melchers. Ich gebe gar nichts zu. Es hat aber wirklich keinen Sinn mehr. Nein, es hatte wirklich keinen Sinn. Auch dieses bis ins kleinste Detail vorbereitete Verbrechen hatte sich nicht gelohnt. Ob es aber gelingt, den Täter zu überführen, zeigt Ihnen demnächst dieser spannende ÖFA-Film Mann im Schatten.